Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute haben wir Post. Du weißt sicherlich, welche Post das ist. Die kommt von Ines und die ist Teil unserer Tauschaktion 6 Leute 5 Ephemera. Wenn du das mit dem Hashtag eingibst, dann findest du ganz viele Videos dazu. Auf meiner Website findest du auch alle Infos dazu. Du kannst jederzeit mitmachen. Du bastelst einfach 5 Teile und schickst sie an Ines und wirst dann irgendwann mit 5 anderen Teilen überrascht. So, ja, ich werde das jetzt hier öffnen. Und ich bin ganz begeistert. So ein riesengroßer, fetter Aufkleber hier. Ich nehme an, Ines, keine Ahnung, wo du den her hast, ob du den selber gemacht hast. Könnte ja sein. Durchaus. Vielleicht gibt es den auch in ihrem Shop, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine richtig krasse Blume. Und dann wollen wir mal auspacken. So. So. Mit den März-Ephemera. Jetzt bin ich verwirrt. Sind das wirklich die März? Nee, das sind die April. Ja, natürlich. Vom letzten Monat, meine Liebe. Passt schon. Alles gut. Ja, im März eingesendet. Nee, stimmt ja gar nicht. Im April eingesendet. Hey, jetzt bin ich total verwirrt. Du machst mich ganz kirre. Also, egal. Spielt auch keine Rolle. 3 Monate haben wir aber schon, ne? Oder? Ja, nur für immer. Also, wir haben jetzt Mai und ich zeige dir natürlich die von April. So, mal aufmachen. Dieses Papier wieder, also das Packpapier, was Ines momentan hat in ihrem Shop, ist echt der Knaller. Müssen wir nur vorsichtig einmal den Sticker hier abbekommen. Naja, es geht wieder nicht. Aber vielleicht kriege ich es ja ein bisschen unfallfreier von dem Papier runter. Ein bisschen. Okay, das bisschen muss ein bisschen weichen. So, es ist wieder Ostern, Weihnachten und Geburtstag. Ich bekomme Geschenke. So, das habt ihr gebastelt und das ist hier angekommen. Und das werden wir einbauen in mein neues Ephemera Journal, was ich gebaut habe. Das Video dazu, wie ich dieses Cover bzw. dieses kleine Mini-Journal gemacht habe, das kommt dann noch im Nachhinein. Jetzt kleben wir einfach nur ein. So, und zwar so sieht das aus. Ganz locker flockig. Und hier geht es auch schon dann los mit der ersten Seite. Das ist alles mit Scrapbook-Papier gemacht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir, wie gesagt, in einem Video, das noch kommt. Okay, dann nehmen wir uns jetzt erstmal die Ephemeras vor und gucken uns das Ganze mal an. Das ist von der lieben Sarah. Und ich sehe schon, das ist wieder etwas ganz Krasses. Ich bin gespannt, wie ich das einbauen soll. Und ich gucke mal gerade, ob das, das passt gerade so in mein neues Journal. Und das hat sie sogar hier noch so richtig mit so einem Teil hier. Das ist ja total schick. Diese Verpackung alleine. Ja, coole Idee. Das ist ja geil. Und das ist einfach nur eine Folie. Das ist ja toll. So. Ein bisschen mit Washi festgemacht. Und dann holen wir den Schatz mal raus. So. Zack. Ein richtig toller Ephemera-Holder, sehe ich schon. So, dann wollen wir mal schauen. Also, wir machen mal das Schleifchen auf. Da muss ich dann gucken, wie ich das nachher mit einarbeite. Und hier fangen wir schon mal an. Liebe Grüße. Das ist ja schön, Sarah. Kleine Grüße von dir. Nur aufpassen. Richtig tolle Collage. Ich liebe sowas ja, ne? Richtig cool. So aufgeklappt. Hier ist auch noch was hinter. Mit dem süßen Teddy. Das ist eine Journal Card. Jetzt muss ich nochmal gucken. Dann geht das hier weiter. Ach, guck. Das ist ein richtiges Journal hier reingebaut. Richtig reingenäht. Oh, wie schön. Oh, das Papier. Guck mal, wie gesprenkelt. Das ist ja schön. Jetzt ist denn so fein hingekriegt. Mit Airbrush oder was? Das ist ja schick. Hehe. Schönen guten Tag. Mit einer Pocket. So, das ist einmal hier Journal Pocket. Sondern kann man das hier rum noch aufmachen. War ja klar. Und da ist noch so ein Journal drin. So ein Mini-Notizbüchlein hier.
aus allerhand Papier. Hier ist auch noch was von dem gesprenkelten Naturpapier. Voll schön. Das ist ja echt ein interessanter Holder. Der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, den werde ich auch mal nachbasteln. Der ist ja so cool. Ich glaube, ich habe den irgendwo auch schon mal gesehen. Jetzt kriege ich das da wieder nicht rein. Ah. So, jetzt aber. So, und hier ist noch ein Tag. Guckt ihr das mal an. Das ist ja auch schön. Hier so quer abgeschnitten und dann hier so drumherum gemalt. Das sieht ja cool aus. Oh, wunderschön. Ja, Sarah, danke schön für so ein cooles Teil hier. Und das ist ja so echt, hier ist ja richtig viel Platz. Für Ephemera und zum Schreiben. Finde ich mal richtig geil. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, das ist ja fein. Ja, kommt das direkt hier schon auf die erste Seite, wa? Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht doch eher auf die zweite, damit das nicht ganz so farblos ist hier. Und da werde ich definitiv einfach die Rückseite bekleben und das hier mit reinpacken. Das finde ich cool. Ja, das wird, glaube ich, ganz gut sein so. Und die Verpackung, die lasse ich mir hier. So, und genau, das klebe ich hier fest. Ich überlege nur gerade, wo ich das am besten mache, ob ich das eher außen anklebe, dass das so ein bisschen dicker ist, oder eher ein bisschen drin, oder eher vielleicht doch besser ein bisschen mittiger, ne? So, und dann, ja, wie machen wir das denn mit dem Schleifchen? Mit dem Schleifchen, das könnte ich verschleifen. Oder einfach, ich weiß noch nicht, oder mache ich daraus einfach einen Verschluss für mein Journal? Na, ich lasse mir doch was einfallen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das hier noch mit durchziehe einfach. So zum Beispiel. Und das einfach hier so ein Schleifchen einfach mache zur Deko. Das wäre doch auch nicht schlecht, oder? Und dann ist es hier an Ort und Stelle. So, wenn ich das komplett durchziehe. Ja, warum nicht? Komm, machen wir. So. Und immer so quer geht ihr eigentlich auch ganz fix. Wenn man nicht das falsche Loch findet hier. So. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Cover anders gebaut. Das kommt hier und das kommt wieder da, glaube ich. Ne? Ja, das müsste passen. So und so. Und machen wir das letzte hier auch nochmal so, dass das hier rausläuft. So, dann ist das hier fein. Dann kommt hier einmal ein Schleifchen dran. So. Und voll das süße Band. Das gefällt mir gut. Niedlich, niedlich. So, mit Schleifchen. Okay, und dann befestige ich das einfach mit der Rückseite, was ja total passend ist, weil habe ich ja nicht so ein ganz schlechtes Gewissen beim Kleben. Ist aber auch schon wieder so ein dickes Teil hier. Ne? Das bleibt ja halt nicht aus bei so Ephemera-Holdern, dass das immer ein bisschen dicker ausfällt. Deswegen werde ich das auch sehr gut kleben müssen hier. Dass bloß nicht abhaut. So. Ich glaube, ich werde das ein bisschen weiter in die Mitte packen. So, genau. So, dann kann man hier schön schreiben. Wunderbar. Und das hier ist ja das Coole an dem Buch, dass ich das dann nachher in diese Richtung machen kann. Um dann hier zu schreiben. Nee. Jetzt muss ich doch noch überlegen. Ja. Eher so. Ja, das ist alles so eine Sache, wenn man es eingeklebt hat, ne? Also es geht, es geht, es geht. Die Seite ist kein Problem. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also dieses ist jetzt hier ganz gut. Das klappt ganz gut. Ja, finde ich gut. So, erstes Ephemera ist drin. Zack. Und das ist noch gar nicht so dick, ne? Hier ist ja auch noch ein bisschen Spiel. Also einmal im Kreis geht. So, vielen Dank, liebe Sarah, für das coole Teil. So. Und dann gucken wir uns das nächste an. Und das ist hier so ein ganz niedliches, kleines von Marie-Louise.
Das ist ja zuckersüß. Guckt euch das mal an. Ist das nicht niedlich? Das ist ja schön. Und das passt so toll ins Journal. Das ist nämlich ein kleiner Anhänger. Oh Gott, ist der süß. Guckt dir das mal an. Da ist ja verrückt. Da ist so ein Dings drüber gemacht. Da ist ein... das ist überzogen mit einer Art Scrapbook-Papier-Collage. Keine Ahnung. Und hier ist so ein kleines Federchen dran. Ich werde das mal ein bisschen näher zeigen, weil das echt total schön aussieht. Guck mal. Ist das nicht toll? Oh, voll schön. Dann habe ich ja auch gleich schon den passenden Anhänger. Guck mal, wie gut das aussieht. Richtig schön. Ja. Da könnte ich jetzt eigentlich das Band für nehmen, ne? Nehme ich das wieder raus? Und mache damit... Ja, das ist ein bisschen zu lang, ne? Dafür, oder? Was denkst du? Da schneide ich ein Stück ab und mache das dran. Das ist doch eigentlich auch okay, oder? Sarah, ich hoffe, das ist okay. Ich mache jetzt ein Stück von diesem Band hier ab. Und dann habe ich gleich hier so ein Bandanhänger-Dingbum. So. Ein Gebamsel. Ein Gebamsel für mein Journal. Schere. Ach, ist das immer schön. Ich liebe Geschenke. Hauptsache, ich kriege jetzt hier noch ein Schleifchen hin. Ja, das geht. Es wird dann zwar ein kleines Schleifchen, aber ich mache das anders. Ich werde das ein bisschen kürzen. So, damit ich hier eine bessere Schleife hinbekomme. Guck mal, dann habe ich immer ein Band, falls ich eins brauche. Kann ich mir mal ein Stückchen abschneiden, ne? So, das ist doch wunderbar. Das gefällt mir mal richtig gut. So, und dann mache ich das so, dass ich hier das einfach so knote. Ganz unkompliziert. Behaupte ich jetzt zumindest. Habe ich auf Play gedrückt? Ich muss mal Control-Hetti machen. Nachdem mir das eine Mal das Video ja abgezischt ist, weil ich das nämlich gar nicht aufgenommen hatte. Seitdem habe ich noch schlimmere Paranoia, was das angeht. So. Dann tüttel ich das hier so durch. Und dann kommt das Puzzleteil da durch. Zack. Und schwupp. Und mit Gebamsel. Dü-dü-dü. Guck mal, wie schön. Oh, das sieht richtig gut aus. Das sieht gut aus. Und Gebamsel kann auch als Seitendingsbums genutzt werden. Das ist cool. Dankeschön, liebe Marie-Louise, für dieses schöne Gebamsel. Dazu werde ich mir eine kleine Notiz machen. Denke ich, ja. Und dann schreibe ich mir das da auch auf, dass ich das nachher weiß, dass das von dir war. Es sind mittlerweile schon so viele zusammengekommen. So. Und zwar feiern wir ja bald schon Einjähriges sozusagen mit unserer Ephemera-Aktion. Das ist eigentlich auch total cool, dieses bisschen Papier hier einfach zur Deko. Das ist aber schon ganz schickes Papier, gefällt mir gut. Also nicht, dass einer denkt, dass Marie-Louise nur dieses Teil geschickt hat. Ne? Nein, ein wunderschönes kleines Puzzleteilchen. Das ist echt toll geworden. Hier ein bisschen mit Gilding Wax, glaube ich, an der Seite. Ich bin fasziniert davon, wie du durch diesen Dings gekommen bist mit diesem... Das muss ja eine unheimliche, ob das wohl auch so eine gute Stanze war, hier ein Loch reinzulochen. Weil das ist, glaube ich, so ein Puzzleteil. Ist echt ja schon ganz schön dick, ne? Aber es geht scheinbar. So, dann gucken wir mal weiter. Und noch ein Ephemera-Holder. Also ihr seid echt die Knaller, ey. So, das ist von Ingrid. Vielen Dank, liebe Ingrid. Guck mal, mit einem... Anhänger dran. Ah, der ist hier auf der Journal-Karte. Ja, jetzt muss ich hier mal ganz vorsichtig sein und erstmal gucken, was das hier alles ist. Also, hier vorne kleiner Tag und eine Briefmarke und das ist ja auch niedlich, so zum Verschieben und zum Journal. Die Stanz, das Stanzteil ist total schön. Das ist richtig süß. Die schön filigran. Das gefällt mir gut. Also, hier ist schon mal eine Pocket mit diesen kleinen Teilen. So ein süßer Tag, ne? Alles so niedlich. So, dann ist hier hinter eine Karte. Oh, das ist so eine Playing Card. Altart Playing Card. Und zwar nehme ich an, ist das hier mit vielleicht Serviette oder so gearbeitet und mit Strukturpaste. Und dahinter verbirgt sich ein Bube, den man kaum noch erkennt. Ja, doch, man sieht ihn hier, ne?
Das ist auch etwas, das habe ich auch schon mal gemacht. Können wir auch vielleicht mal wieder machen. Ist auch total schön, kann man dann als Journal-Karte nehmen. Ne? Kann man hier hinten dann einfach mal weißes Papier draufkleben oder halt eben gefärbtes Papier, wie auch immer, und dann als Journaling-Karte nehmen. Ist auch ganz toll. Mensch, da, hier steckt richtig viel Arbeit auch drin. Ne? Hier, das ist einmal gedingst. Wie nennt sich das? Embossed. Nee, nicht embossed, sondern, ja doch. Nee, wie ist das? Jetzt habe ich selber Wortfindungsstörung hier. Nicht gestanzt, sondern geprägt. So, geprägt. Dann ist hier einmal einfach ein Clip. Das ist ja total cool. Das ist ja wohl das Einfachste, was ich je gesehen habe. Und das macht voll den Effekt. Eine Büroklammer mit einem Stück Stoff einfach. Das ist ja total putzig. Ja, das ist ja so cool. Das muss ich mir merken. Das ist ja mal echt schnell gemacht und sieht total süß aus. So, und was... Oh, guck mal, der bewegt die Dinger. Ist ja süß. Ja, das ist auch eine Journal-Card, noch vernäht und hier noch mit so einem Gebamsel dran. Boah, mein Gott, hast du hier viel Arbeit reingesteckt, ey. Es dauert ja ewig, das alles alleine aufzufädeln. Mann, Mann, Mann. Das ist aber echt toll. Ist das schon fertiges Papier, ja, ne? Ja, ich glaube ja. Und dann ist da aber noch was drin, ne? Ja, dahinter ist noch was. Hier mal gucken. Ah, hier, guck mal. Ein kleines Ding zum Ausziehen. Eine schöne Collage, wahrscheinlich vom Masterboard, nehme ich an. So sieht das aus. Und hier hinten auch zum Schriften. Mit einem kleinen Schmetterling. Wie niedlich. Das ist ja schön. Danke für einen Teil von deinem Masterboard. Zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal, dass es eins war. Huch, klebt mir das hier fest. So, liebe Ingrid, noch so ein schöner Ephemera-Holder. Und ja, das Papier hier hinten ist wirklich sehr schön, aber es wird beklebt. Also es wird weggeklebt quasi. Und da werde ich jetzt einmal gucken. Ich glaube, ich mache das auch hier wieder auf diese Seite, weil das sind so große Teile und ich finde es schön, wenn das Ganze so ein bisschen bunter ist. Was ich jetzt aber vielleicht doch mal mache, das hätte ich vielleicht hier auch mal machen können, nicht? Das hier ist vielleicht so ein bisschen bearbeiten. Ich glaube, das mache ich jetzt noch, gerade im Nachhinein. Das kann ja nicht schaden. Muss ich erstmal drankommen. So ein bisschen. So ein bisschen, dass das nicht ganz so weiß ist. Ne? So ein bisschen schmutzig darf das aussehen. Mögen wir doch alle viel lieber. So. Ja, muss ja nicht alles sein, ne? Aber so sieht das schon ein bisschen so. Es ist ein bisschen besser. Es gefällt mir ein bisschen besser so. Okay, und hier haben wir jetzt die Chance, das auch nochmal zu machen. Und zwar komplett irgendwie. Ich gucke gerade mal, machen wir da vielleicht sogar ein Schablönchen? Könnte man ja auch machen, ne? Nehmen wir doch einfach mal ein paar Schablonen. Ich nehme auch immer die gleichen, ne? Ich habe so viele Schablonen und ich nehme trotzdem immer die gleichen. Ist auch so. Man hat da so seine Lieblinge. So. So, ein bisschen fester in der Mitte. Nach außen werde ich immer ein bisschen leichter, dass das so schön sich verdingst. Ja, das sieht doch schön aus. So. Wenn das dann da drauf kommt, guck mal. Ja, sieht man jetzt nicht viel von, ne? Müsste ich vielleicht doch ein bisschen mehr an den Rand packen. Ja. Und hier oben noch in die Ecke ein bisschen mehr. So. Also ist das, glaube ich, schon ganz okay. Und dann machen wir hier noch so ein bisschen die Kante. Als Abschluss. So. Hier. Das ist schön. So ist das fein. So, dann drehen wir das Ganze einmal um. So. Hier reingeklebt. Und zack. Total cool. Ah, so, jetzt muss ich das hier einmal abmachen. Mal gucken, ob das geht von der Folie. Das wäre natürlich cool, wenn ich das direkt als Aufkleber weiter nutzen kann. Mal gucken, wie gut der klebt. Aufkleben die ja echt verdammt gut. Ah, oh, Mist, kaputt. Okay, nein, das machen wir anders. Und zwar... Da schneide ich mir das einfach aus und
klebe mir das dann an den kleinen Tag. So. So. Genau. Und dann klebe ich mir das. Nee, der ist zu klein. Dann klebe ich mir das dann hier hin. Einfach hier auf die Rückseite. Das passt doch. So machen wir das. So. Und das hier wird, denke ich, ganz gut halten. So. Einmal hier dran. So, liebe Ingrid, ich danke dir für dieses schöne Teil. Der ist echt toll gemacht hier. Ei. Und mir gefällt das so ganz gut mit dem Journal. Guck mal, sieht doch ganz gut aus, ne? Obwohl da jetzt schon zwei solche Ephemera-Holder sind. Ist es jetzt noch nicht am Springen, also noch nicht am Explodieren. Finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht mache ich jedes Mal solche Dinger für die Ephemera. Gefällt mir echt gut. So, dann nehmen wir uns das nächste vor hier. Das hier mal zu. Und zwar ein Täschchen. Wie süß. Moment, das ist mit dem Druckknopf. Oh, das Papier gibt nach. Mist. Ich wollte es gerade aufmachen. Oh, das geht aber schwer. Okay, ein Druckknopf. Herzchen. Und dann kann man das hier aufmachen. Ah! Tada! Das kenne ich doch irgendwo her. Die Bastelanleitung hierfür findest du auf meinem Kanal. Ja, das und auch in meinem Blog. Wow, was ist das denn Schönes? Oh Gott, ist das schön. Das ist ja wohl total süß. Oh, das glitzert so schön. Und meine Lieblingsfarben, alle dabei, so schön passt. Oh, hier hinten geht es auch noch weiter. Das ist von der Uta. Vielen Dank, liebe Uta. Ach, herrje. Kleine Schätze hier drin, festgemacht. Toll. Und einfach hier mit der Blume einfach so ein Tuckspot, ne? Einfach mit da dran. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man das hier... Moment, kann man das öffnen irgendwie? Yo, guck dir das mal an. Alter Vater. Also, dann kann man das hier öffnen. Dann kann man das hier... Geil. Total cool. Guck dir das mal an. Das ist ja auch eine coole Bastelarbeit. Wahnsinnig cool. So, und hier, das ist so ein Netz und das ist dazwischen gespannt und ja, abgefahren. Das ist natürlich hier zugeklebt, ne? Ja, mit ein bisschen dickerem Zeugs, damit das wahrscheinlich dann auch hält. Das ist ja cool, guck mal. Ha, ist das schön. Jetzt habe ich natürlich wieder die Qual der Wahl, wie ich das jetzt hier in mein Dings reinpacke. Also erstmal muss ich jetzt gucken, dass ich das hier vernünftig drunter stecke, dass hier nichts kaputt geht. So. Ja, das ist aber total cool, ne? Also das ist mal eine tolle Bastelidee. Jetzt bin ich gerade überlegen. Uta, hast du einen YouTube-Kanal? Bastelfriemelein mit Uta? Könnte sein. Ich weiß nicht, ob du das bist. Weil ich meine, Utas gibt es ja viele. So, und das war hier in diesem Täschchen drin. Wie gesagt, die Anleitung gibt es auf meinem Blog oder auch als Video. Und das Täschchen, das kommt dann auch direkt mit hier rein. Und zwar, ja, werde ich das auf die nächste freie Seite kleben. Und ich sehe schon kommen. Ich denke, ich werde das durcheinander machen. Ich werde das nicht der Reihe nach machen, sondern wenn kleine Ephemeras mal kommen, werde ich die dazwischen kleben. Bei diesen großen Sachen, die klebe ich jetzt einfach fest, weil das wäre schade, wenn ich das Scrapbook-Papier komplett abdecke, finde ich. Deswegen, also das klebe ich mir hier rein und ja, ich mache es mir heute mal wieder einfach und klebe es einfach alles nur rein. Ah, diese Bastel-Dings ist echt total abgefahren, ey. Das ist auch sowas, ja. Das ist ja auch die Kartenbastler oder diese Pop-Up-Dinger und so, ne? Die machen ja auch immer so ganz krasse Sachen, wo ich mir manchmal so denke, boah, wie macht man sowas nur, dass das dann nachher so cool aussieht. Und da bin ich ja meistens sehr weit von entfernt, weil ich bastel ja nicht ganz so akkurat gerade. Und ja, ich glaube, es gefällt mir so rum besser tatsächlich. So. Ein bisschen schade wegen dem Papier, weil das so hübsch ist von außen. Aber es ist, wie es ist, nicht? Ihr lieben Leute.
So. Also ich glaube, die erste Aktion tatsächlich haben wir im Juni gemacht letztes Jahr. Und ja, ich denke, wir werden dann zusammen, ich werde ein Video auf jeden Fall machen, wo wir nochmal uns alles zusammen ansehen, was in dem letzten Jahr zusammengekommen ist. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Mal mich wieder erinnern. Das ist so schön. Ja, ach, eins fehlt ja noch. Mensch, das von der lieben Ines. Das ist etwas Kleineres. Dann gucken wir doch gleich mal. Ah, ein bisschen mehr Brutalität. Ach, guck mal, ein kleiner Umschlag mit einem Paperclip. Das ist natürlich super einfach. Oh, das ist mit Jelly gemacht hier, wa? Und mit Dingsfolie. Super geil. Das sieht ja toll aus. Ein Umschlag mit dem Dingsbum. Ah, nee, warte mal. Was ist das denn? Muss das so? Ach, guck mal. Das ist ja cool. Das ist ja eine tolle Idee. Die kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Und dann kann man das hier so zusammenfallen. Das ist ja toll. Versteckte Botschaft hier. Ja, finde ich gut. Ines, richtig coole Sache. So, wahrscheinlich hast du das in irgendeinem Video gezeigt, wie man das bastelt. Allerdings gucke ich ja auch nicht alle Videos, weil das schaffe ich alles gar nicht. Aber da geht es ja wahrscheinlich wie mir. Man kriegt es nicht alles gebacken. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das dran klemme. Jetzt habe ich das alles so schön geklebt, dass ich hier gar nicht mehr dazwischen komme. Ist ja doch gerne irgendwo dazwischen machen. Tja, was machen wir denn da? Ihr habt alle so große Sachen gemacht. Tja, Ines, bekommst du ein alleiniges Plätzchen zum Abschluss. Aber ich würde fast sagen, das mache ich lieber hier dran. Das finde ich schöner von oben. Kann man das nämlich auch vernünftig sehen. Das ist ja toll. Ihr Lieben, was für schöne Sachen mal wieder. Also, Marie-Louise, danke für dein schönes Puzzleteil, was jetzt hier mein Cover ziert, mein Gebamsel. Finde ich richtig gut. Von der lieben Sarah einmal dieses hier mit den zwei Notizbüchlein. Auch so eine schöne Sache. Und wieder voll mit Ephemera. Leute, ihr schickt so viele Ephemera, ich weiß gar nicht, wann ich das alles beschreiben und bebasteln soll. Das ist so viel immer. So. Und dann hier von der lieben Ingrid. Das ist ja echt toll. Und von der Uta. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das hier festmache, weil tatsächlich, das wird abgehen, leider. Also das ist, der Druckknopf ist zu stark für das Papier. Müsste man vielleicht was drumherum machen. Ich glaube, ich werde das mit ein bisschen, ja, das Teil ist echt total schön. Das ist total schön für Geburtstagskarten, denke ich auch, ne? So als Cover. Echt super. Und zwar werde ich das, glaube ich, hier ein bisschen mit Washi-Tape oder sowas verstärken. Von innen, weil das hier schon kaputt gerissen ist, gerade beim Versuch aufzumachen. Ah, ist natürlich echt ein bisschen schade. Ich glaube, ich werde das auch vielleicht nicht ganz schließen. Ich habe da so ein bisschen Schiss. Ich werde das, wie mache ich das denn jetzt? Bisschen reparieren wäre nicht schlecht, ne? Naja, und Ines. Ines, danke schon mal vorab und, muss man gerade einmal gucken. Ein bisschen dünneres wahrscheinlich eher, ne? Könnte man meinen, so. Gucken wir mal einfach. Erstmal hier den Anfang finden. Und dann werde ich das von innen einfach drumherum mal was ein bisschen kleben. Damit das nicht direkt beim nächsten Mal wieder einreißt. Ein bisschen verstärken. So. So. Ja, sowas kann passieren. So, einmal drumherum geklebt. Vielleicht mache ich sogar noch eine Schicht. Ja, der Druckknopf ist natürlich toll, weil der ist nämlich richtig fest. Also der eignet sich für alles Mögliche. Und da hat man echt einen guten Druckknopf. Das merke ich schon, der ist richtig schön fest. Bei Papier, naja, das weiß man ja vorher wahrscheinlich gar nicht, ne? Ob etwas sich leicht lösen lässt oder nicht. Bei sowas ist man meist erst hinterher schlauer.
Jetzt muss ich einmal gucken. Jetzt ist zumindest, reißt das jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal, hoffe ich. Dann kann ich das jetzt doch vielleicht ruhigen Gewissens dann doch wieder zumachen. So, ich will das einmal nochmal in der Hälfte mal nochmal ein bisschen verstärken. Von innen sieht man es ja nicht. So, okay, ist jetzt ein bisschen dicker. Und ich denke, jetzt kann man das ein bisschen besser öffnen. Ja, es geht ein bisschen besser. Ich habe es jetzt also ein bisschen geflickt hier, ja? Ja, super cool. Total schön. Toll, dass du es nachgebaut hast. Finde ich super. Das macht Spaß, das zu sehen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Mit, das will ich hier nicht mehr. Also diese Post-its, die halten auch überhaupt nicht, ne? Wollte ich mal so sagen. So, genau. Ich werde mir das gleich einfach so notieren. Und dieses kleine Teilchen, das werde ich mir hier noch mit dran klemmen. Unter den Clip, damit es nicht verloren geht. So, und jetzt schließen wir das Ganze. Und ich würde sagen, na, fängt schon dann aufzugehen. Ist aber okay. Ja, ein ziemlich schmales Teil. Und dafür aber reichlich gefüllt jetzt mit tollen Sachen. Und diese Federn, ne, die finde ich so schön. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Mitmachen. Und wie gesagt, wenn du auch mal Lust hast, dann schau auf meiner Website vorbei. Unter 6 Leute 5 Ephemera unter dem Reiter findest du alle Infos, die wichtig dafür sind, die du wissen musst. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann mit dieser Aktion. Dann Ende des Monats nochmal mit meinem Gebastel und nächsten Monat dann wieder mit eurem Gebastel. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Bis denn. Ciao.